Videos um 19 Uhr. Für euch im Studio die Kapelle für die zweite Welle und immer noch abgesagteste Band der Welt, Leger. Aloha Corona, wir sind Leger, wir heißen noch so. Wir sind die Band, die ihresgleichen sucht. Heute haben wir es auch wieder mitgebracht. Wir sind die Band, die Akzente setzt. Wir sind die Band, die nichts auslässt. Wir sind die Band, die nichts bereist. Wir sind die Band, die herausragt. Wir sind die abgesagteste Isolierband der Welt und eure Kapelle für die zweite Welle. Und wir begrüßen euch recht herzlich zu einem coolen Video um 19 Uhr. Ja, es ist Sonntag, der 13.12. Es ist Wünschesonntag. Und wir haben uns wieder mal zwei Wünsche für euch. Wir haben für uns und für euch zwei Wünsche rausgesucht, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber die beide eine Gemeinsamkeit haben, denn sie sind neu, also sind quasi Tabubrüche, nicht Tabubrüche, aber Sachen, an die wir uns noch nie rangesetzt haben. An der Stelle muss ich mich mal ganz, ganz kurz entschuldigen. Ich habe gestern behauptet, ab morgen, ab Montag würde wieder heftig downgelockt. Das stimmt nicht, es ist Mittwoch. Ab Mittwoch ist alles zu und ihr dürft alle Platz nehmen auf eurer Couch. Und ich habe heute gelernt, das ist gut für die Wirtschaft. Ich habe es ja auch nicht studiert. Deshalb, ich habe davon keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was es alles an neuen Regeln gibt ab Mittwoch. Ich gehe davon aus, dass sie die wichtigste Regel mal wieder nicht reingeschrieben haben. Ich weiß nicht, warum nicht. Ich finde, seid nett und freundlich zueinander. Sollte da drin stehen. Wenn ich jetzt schon wieder höre, wie viele Leute Angst vor ihren Nachbarn haben, dass die beim ersten schiefen Fehltritt sofort die Polizei rufen. Ich meine, das war eine gute deutsche Tradition und ich mag Traditionen, aber die ist seit 75 Jahren, gibt es die eigentlich nicht mehr, dass man seine Nachbarn beim Staat verpetzt. Egal, wo wir gerade von vor 75 Jahren sprechen, eine Band, die wir noch nie gespielt haben, und die sich schon öfter gewünscht wurde, aber der wir uns noch nie gewidmet haben, sind die Rollenden Steine aus England. Und da haben wir gesagt, wenn so ein Wunsch schon mal da ist und ihr jetzt sowieso euch quasi auf eurer Couch festsetzen müsst, können wir das auch mal versuchen. Genau, ja. Dieser Wunsch geht in den Harz. Nach Liebenburg. Liebenburg. Hast du deinen Strohhalm? Ja. Super. Dann viel Plaisir, wa?
mal den Mund abwischen. Ja, kurz gesabbert, Entschuldigung. Gesabbert. Ja. Der gurgelnde Wasserspeier gurgelt Gershwin. Ne? The gargling gargoyle gargles Gershwin. Ist egal, alter Muppets-Witz. Das waren die rollenden Steine für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir kommen auch dann direkt zum nächsten Lied. Die Dani atmet schwer. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir spielen keine Lieder, die gerade in den Charts sind. Und jetzt, aber wir sind die Band, die nichts auslässt. Und deshalb haben wir gesagt, Wunsch ist Wunsch. Wir geben uns auch da dran. Dieser Mensch ist aus den Charts der letzten, ich sag, 5 Jahre bestimmt nicht wegzudenken. Das ist der Marek aus Kaiserslautern. Der hat, und sein aktuellster Hit wurde sich gewünscht. Und wir versuchen es jetzt mal. Also, haltet euch fest, ganz moderne Musik, wie ihr sie von uns selten hört. Der Wunsch geht übrigens nach Eilendorf. Viel Spaß damit. Ich versuch's jetzt, ja? Ja. Nach Eilendorf. Viel Spaß damit. Das war schon wieder unser Wünschesonntag. Ich muss gerade an der Stelle gestehen, ich fand die Wünsche eigentlich sehr gut, denn es ist, alle Leute wollen gerade schwarz malen und das nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen. Wir sind für euch da, egal wie die Welle, wie es loswelt. Wie es loswelt, genau. An dieser Stelle sagen wir auch nochmal Danke an alle, die sich an unserem Hut beteiligen. Das ist wirklich sehr, sehr nett von euch. Vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns auch darüber, dass ihr uns Bilder schickt und Videos schickt, wie ihr uns guckt. Das ist immer sehr nett. Da freuen wir uns drüber. Darf ich Werbung machen noch ein bisschen in nicht eigener Sache? Was? Wenn ihr Lust habt oder wenn ihr etwas Gutes tun wollt, schaltet jetzt rüber nach Pro7, Sat.1, ich weiß es nicht, irgendwo läuft das The Voice Finale, wo mein Neffe zweiten Grades, Mile, mit seinem
Musik mit seinem Kumpel Jonas, gerade im Halbfinale ist. Da müsst ihr anrufen oder da könnt ihr anrufen, wenn ihr wollt. Genau, wir drücken auf alle Fälle ganz feste die Daumen und werden uns das jetzt angucken, was die Jungs da machen. Ich gucke nebenbei ein bisschen. Habt einen schönen Sonntagabend, ihr Lieben. Wir sehen uns morgen und bleibt gesund. Als es im Frühjahr kein Klopapier gab, lag das am Coronavirus. Die Leute fluchten, denn auf Nudeln und Mehl, die bekam man sehr schwer. Doch blieben wir